Vor allem Dere Dere aus Estland, aus Tallinn, der Hauptstadt von Estland. Ich bin hier im Nordic Hotel Forum im Zimmer 712 und möchte euch kurz hier mein kleines Business-Doppelzimmer zeigen, das ich hier für eine Nacht beziehe. Wenn man reinkommt, hat man hier gleich auf der Seite den Schrank. Dann schauen wir mal rein, da hängt schon meine Jacke. Dann ist hier schon mal ein Schrank, sehr angenehm mit Bügelbrett und Bügeleisen. Schöne, gute Bügel, die da hängen. Das ist toll. Dann haben wir hier einen kleinen Schrank mit einem Safe und Bademänteln, Schuhe für den Wellnessbereich. Sauna darf hier natürlich im Hause nicht fehlen in Estland. Dann haben wir hier eine kleine Minibar mit Biersäften und noch ein kleiner leerer Schrank. Dann haben wir, was haben wir hier? Daneben noch einen Schrank mit ein paar Sachen, was man sich mal näher später angucken kann. Dann haben wir da eine kleine Kaffeemaschine, Wasserflaschen, einen Rotwein, Weingläser. Das Übliche würde ich sagen, neben dem kleinen Telefon, Schreibtisch mit Stuhl und großem Spiegel nochmal und ein Flatscreen-Fernseher, eine Sitzgelegenheit dort mit dem Tischchen. Und dann haben wir hier das schöne große Doppelbett. Und dann gehen wir doch mal hier ins Badezimmer gleich rein und haben ein großes Waschbecken mit ein paar schön üblichen Produkten. Schminkspiegel und Föhn, festgemacht allerdings, Handtücher, Toilette und dort haben wir die Dusche mit der Badewanne. Ja, sehr nett gemacht, interessanterweise hier auch mit einem leicht verblümten Milchglasfenster zum Zimmer rein, damit ein bisschen Tageslicht reinschaut, reinkommt, gleichzeitig aber nicht unbedingt jeder sehen kann, was man da drin macht. Muss ja auch selbst in den intimsten Beziehungen nicht immer sein. Und den Blick aus dem Fenster möchte ich euch nicht vorenthalten. Hier am Ende April 2017 stürmt und schneit. Es ist ein absoluter Schneesturm. Und das da drüben gegenüber, das ist das Hotel Viro. Dort habe ich vor 25 oder 30 Jahren mal gewohnt, in diesem riesen sowjetischen Kasten. Das war irgendwie so 1990, da brach die Sowjetunion gerade auseinander und da war ich mein erstes und bisher leider irgendwie einziges Mal, aber zweimal hintereinander im gleichen Jahr, in Estland, hier in Tallinn. Es war wunderschön. Und selbst da war nicht so ein Schneesturm, obwohl es früher und das zweite Mal im Herbst war. Aber so einen Schneesturm habe ich ja auch noch nicht erlebt. Und das Ende April. Übermorgen haben wir den 1. Mai. Ja. Aber in München sieht es auch nicht viel anders aus. Nur, dass hier der Sturm noch ein bisschen heftiger ist. Das wollte ich euch unbedingt noch zeigen. Es ist richtig heftigster Schneesturm. Ich bin hier die nächsten Tage in Estland unterwegs auf einer Foodmesse am Peipussee. Bin also hier nur eine Nacht und fahre morgen früh nach Tartu und dann an den Peipussee, den größten See Estlands. Und bin schon gespannt, was da auf mich wartet. Ich hoffe, das Wetter wird besser. Für übermorgen ist es angesagt. Schauen wir mal, was wird. Ich wünsche euch was. Ciao, servus.